Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Am 21. Juli hat Minister Laumann den Mitgliedern des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales den kompletten Teilhabebericht zur Verfügung gestellt. Beraten wurde der Bericht bisher noch nicht. Die Kollegen, Herr Moussavi-Saleh hat es ja gerade schon erwähnt, vom Bündnis 90 Die Grünen werden in der kommenden Sitzung eine Anhörung zum Bericht beantragen. Wir können also davon ausgehen, dass wir uns als Parlamentarier erst in einigen Monaten ein umfassendes Bild über den Inhalt des Berichtes machen können. Wie beurteilen die unterschiedlichen Experten, die Betroffenen und die Verbände den Ist-Zustand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Land Nordrhein-Westfalen? Und das ist ja letzten Endes die spannende Frage. Solange wollen Sie, also die regierungstragenden Fraktionen, anscheinend nicht warten. Dieser Antrag ist folglich an Banalität kaum zu überbieten. Und das ist schade. Sie geben im Antrag vor, dem grundsätzlichen Anliegen, nämlich die Lebenssituation von behinderten und beeinträchtigten Menschen zu verbessern, Nachdruck verleihen zu wollen. Da der Antrag aber recht inhaltsleer daherkommt und eine Binse der nächsten folgt, passiert genau das Gegenteil. Natürlich begrüßt das Parlament die Veröffentlichung des Berichtes. Und ein Bericht ist immer eine gute Diskussionsgrundlage. Aber diese Allgemeinplätze ernsthaft im Plenum zur Debatte zu stellen, ist schon etwas peinlich. Die Beratung steht doch im Ausschuss ohnehin noch aus. Und das wird sicher spannend, denn in vielen Punkten weist der Bericht große Lücken auf. Nehmen wir als Beispiel das Thema barrierefreies Wohnen bzw. die freie Wahl des Wohnorts. Kaum etwas ist so relevant für das eigene Wohlbefinden wie das eigene Zuhause und die Autonomie. Aber gerade zu diesem Punkt räumen Sie im Bericht ein, dass zum aktuellen Stand der Barrierefreiheit im Wohnungsbestand keine Daten vorliegen, ebenso nicht zum Bedarf. Wenn man dann im eigenen nächsten Umfeld mitbekommt, was es bedeutet, wenn man plötzlich auf den Rollstuhl angewiesen ist und in keiner barrierefreien Wohnung lebt, dann ist man doch überrascht. Man ist überrascht, dass in einer Zeit, in der Inklusion in aller Munde ist, ein gehbehinderter Mensch heute noch monatelang in seiner Wohnung quasi eingesperrt leben muss, weil barrierefreies Wohnen Glückssache ist und sich niemand, weder die Sozialversicherung noch der Vermieter, zuständig fühlt. Wir sprechen im Zusammenhang mit Inklusion häufig über den 10. Schritt, bevor wir die ersten Schritte überhaupt im Ansatz vollzogen haben. Es gibt viel zu tun, keine Frage. Eine weitere Forderung, die im Kern in der Tat eine wichtige Frage aufweist, sind die Folgen der Corona-Krise für Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen. Aber auch hier versäumen Sie, den Finger in die Wunde zu legen. Ich erinnere mich noch gut an einen O-Ton im WDR, als nach 8 Wochen Lockdown oder wie wir auch immer die Zeit der massivsten Einschränkungen nennen mögen, dort hat eine Mutter mit tränenerstickter Stimme davon berichtet, dass sie endlich ihre eigene Tochter wieder besuchen darf, die in einer Einrichtung für geistig behinderte Kinder wohnt. Das wäre in der Tat ein Thema für eine eigene Debatte. Wie geht es Menschen mit den Einschränkungen in Altenpflege- und Behindertenwohnheimen? Es bricht einem das Herz zuzusehen, wie eigene alte Angehörige kontinuierlich abbauen und Fähigkeiten verlieren, weil ihnen die regelmäßigen Gruppenangebote in den Heimen fehlen, weil die Isolation im eigenen Zimmer, alleine Mahlzeiten einzunehmen vor dem Fernseher, ihnen die letzte Lebenslust nimmt. Aber das meinen Sie gar nicht. Sie verwässern das Thema und beziehen sich in diesem Zusammenhang ernsthaft auf barrierefreie Kommunikation. Ihr Antrag ist banal und technokratisch. Der Zeitpunkt Ihrer Antragstellung ist für uns verfrüht und nicht nachvollziehbar. Erfreulicherweise haben Sie sich ja noch zu einer Überweisung hinreißen lassen und die direkte Abstimmung fällt somit aus. Der Beratung des Teilhabeberichts sehen wir unabhängig davon mit großem Interesse entgegen und wir freuen uns darauf im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Borg-Danilowski.